So, herzlich willkommen zu unserem Let's Play Skyrim. Ja, ich werde jetzt mal eine Weile in der Third Person Sicht spielen, damit ich das Spiel auch mal so kennenlerne. Jetzt mal einfach alles mit. So, wir haben jetzt die Klaue gefunden. Von diesem Trüger. Müssen wir bloß noch raus hier. Weil ich spiele das Spiel nicht, wenn ich spiele, dann eigentlich kaum in der Third-Person-Sicht. So, ich glaube, jetzt kommt wieder so ein Draugre, der etwas stärker ist als die anderen, so ein Boss, glaube ich, oder das war in der Höhle danach. Ja, also die die Orks, die sind nicht gerade für die Magie und ausgelegt. Also da geht das, die Magie geht wirklich sehr schnell weg, wenn man da zaubert. Hat man ja eben noch gesehen. Das sind eher so die Nahkämpfer. Ja, jetzt kommt zu einer so einer Zwergentür. So, wenn man nicht weiß, wie man die wirklich lösen soll, dann dauert das ziemlich lange. Man muss sie halt mit diesen Ringen die richtige Kombination. Ja, es kann sein, dass man da einfach alles durchprobiert. Aber man kann auch einfach bei alle und dann suchen wir uns mal, wo ist das? So, der Schlüssel. Unter sonstiges, die goldene Klaue und da sieht man die Kombination. Bär, Motte und Eule. So, Bär. Schon ist die Tür gelöst, also man, es kann wirklich sein, dass man da nicht, ich habe es auch erst durchs Internet erfahren, dass es so geht, weil ich meine, wir saßen da mal eine Stunde fast dran und haben ausprobiert, wie man das denn jetzt machen könnte und alles, und gab es aber so eine simple Lösung, und zwar einfach auf den Schlüssel gucken. Da war glaube ich eine Truhe. Nein, Sarg. Schade. Ja, hier kommt jetzt so ein Draugre, der etwas stärker ist, aber auch nicht gerade alle umhaut. Stab der Raserei. Ziemlich viel wert.
So, hier ist ein Wort, das so eine Art Schrei, also das brüllt man dann und dann entsteht da irgendeine Kraft. Wir haben jetzt das Wort unerbittliche Macht erlernt, da fliegen die so doll weg, wenn man das einsetzt. Das können wir dann auch nicht einsetzen, da wir noch keine Drachenseele ins aufgenommen haben. So, da kommt dieser Traugriff. Der nennt sich hoher Traugrifffürst. Ja, also die Drauge können komischerweise diese Schreie. Diese Schreie sollen so laut springen, die wie heißt das? Drachenblüter können. Und ja, die können aber auch nur einschreien, das ist entwaffen, füllt dir die Waffe aus der Hand, kannst einfach wieder einsammeln. So, nehmen wir mal einen schnellen Ausgang. Ich hoffe mal, der ist hier oben. Keine Lust nochmal zurückzulaufen. Und ja, eine Geheimtür. So, schon sind wir draußen. So, müssen wir nur noch rauskommen, nicht Objekte, ich meine Karte. Ja, da sind wir jetzt. Dorf ist da hinten. Jetzt wird da mal eine Markierung. Ach nee, ich habe Schnellreisen gemacht. Ja, das geht ja auch. So, das ist auch nicht mehr lange hin, dass man den ersten Drachen tötet und diese Drachenseele in sich aufnimmt. Dauert auch nicht mehr sehr lange. Ja, also der Vorteil ist wirklich bei Skyrim und so, das gab es ja schon in den Vorgängern, dass man sich, dass man schnell reisen kann. Wäre auch ganz schön ätzend, wenn nicht. Naja, man kann halt auch nur schnell reisen zu den Orten, die man wirklich kennt. Ja, unentdeckte Orte muss man erst einmal zu Fuß hinlaufen. Man kann sich auch Pferde kaufen, es geht dann wesentlich schneller. Kosten nur Schweine viel Geld. So. Ich hoffe mal, wir kriegen angemessen Geld jetzt für den Quest. Zeigt diesen Dieben, dass man Luke. Je eher ihr. Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte! Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. 400 Gold haben wir gekriegt. Ja, jetzt dürfen wir uns sogar bedienen hier. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Das ist das, was wir alle wollten. So, das war der Quest zu dem Ötschler Zügelgrab und der Goldenen Klaue. Beim nächsten Part wird euch wieder Parsi vertreten und da geht's uns ums Drachentöten. Haut rein.